Heute wollen wir mit euch über den Weißkopfseeadler reden. Der Weißkopfseeadler ist das Wappentier Nordamerikas und neben Deutschland einer der einzigen Länder, welche den Seeadler allgemein als Wappentier besitzen. Dennoch unterscheiden sich beide Seeadlerarten voneinander aufgrund ihrer Färbung und ihres Vorkommens. Denn der europäische Seeadler, wie der Name schon sagt, gibt es überwiegend nur in Europa. Und der Weißkopfseeadler, den gibt es halt in Nordamerika. Im Gegensatz zu den europäischen Seeadler allerdings ist der Weißkopfseeadler fast ausgestorben gewesen und war sehr stark vom Aussterben bedroht. Aber Naturschutzbemühungen und Zoos haben es schließlich geschafft, dass der Weißkopfseeadler heutzutage aus der Liste der bedrohten Tierarten auf nicht gefährdet herabgestuft wurde. Der Weißkopfseeadler allgemein kann eine Flügelspannweite von etwa 2 Metern und ein Gewicht von etwa 5 Kilo besitzen. Weißkopfseeadler sind auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent verbreitet. Von hinauf nach Alaska bis nach Kanada bis hinab nach Mexiko. Das macht den Weißkopfseeadler zu einem der verbreitetsten Raubvögel, die es überhaupt gibt. Das kommt aber tatsächlich von ungefähr, denn tatsächlich hat der Weißkopfseeadler eine sehr lange Flugbahn, wenn es darum geht, Fressbares zu finden. Denn genauso wie manche andere Vögel auch, sind auch Weißkopfseeadler Zugvögel und nutzen die Distanz, um von A nach B zu kommen. Wer schon mal einen Weißkopfseeadler gesehen hat, der kann ihn natürlich nicht verwechseln. Sein weißer Kopf und sein weißer Schwanz sind aufgrund seines dunklen Gefieders sehr herausragend und dementsprechend auch ein sehr wichtiges Körpermerkmal dieses Vogels. Wenn, dann könnte man den vielleicht nur mit einem Schreiseeadler verwechseln, welcher ebenfalls einen weißen Kopf besitzt, aber noch bis hin zur Brust weiß gefärbt ist. Aber im Gegensatz zu diesen Weißkopfseeadlern bewohnen diese tatsächlich nur Afrika. Es ist also nahezu unmöglich, dass man abgesehen von Gefangenschaft diese Tiere Seite an Seite bei Weißkopfseeadlern erblicken kann. Das Nahrungsspektrum des Weißkopfseeadlers erstreckt sich von Aas bis hinüber zu Fisch. Dementsprechend sich der Weißkopfseeadler vor allem auch nach den Jahreszeiten, die vorherrschen. In besonders fischreichen Gegenden haben sich vor allem nur von Fisch ernährt, zum Beispiel in Alaska oder auch in Kanada. Aber in manchen Gebieten Nordamerikas machen sie sich auch über Aas her, egal ob es jetzt tote Rehe oder Hirsche sind oder dementsprechend auch tote Wale an der Küstengegend. Obwohl Weißkopfseeadler den gesamten nordamerikanischen Kontinent bewohnt haben, sind die größten Populationen dieser Vögel tatsächlich in Kanada und in Alaska anzutreffen. Dort sieht man manchmal zu bestimmten Jahreszeiten fast hunderte von Vögeln an einem einzigen Platz sitzen und das nur wegen einem einzigen speziellen Ereignis. Genauso wie auch die ganzen Braun- und Grizzlybären in Nordamerika erwarten nämlich auch Seeadler den begehrten Lachs. Dort tummeln sich dann hunderte und aber hunderte Adler herum, von allen Altersstufen, egal ob es einjährige Junge sind oder Junge, die 2 Jahre alt sind oder Junge, die gerade erst das Nest verlassen haben, diesen Ort erreicht haben oder ob es einfach nur die Alttiere sind, welche schon seit Ewigkeiten zu diesen Orten herkommen. Kommen wir jetzt allerdings mal zu den Jungtieren der Vögel. Wenn diese geboren werden, sind sie natürlich grau und nackig. Innerhalb von 6 Wochen wachsen sie aber zu braunen kleinen Kolossen heran. Und ich rede von klein, weil nämlich innerhalb der nächsten Jahre erst der Adler nach und nach zum erwachsenen Tier wird. Der Weißkopfseeadler hat allgemein erst das komplette Erwachsenengefieder erreicht, wenn er 5 Jahre alt ist. Keiner weiß genau, warum der Weißkopfseeadler so eine krasse Umwandlung durchmacht, aber höchstwahrscheinlich, um einen anderen Räuber, der in Nordamerika bewohnt, zu imitieren, nicht den sogenannten Goldadler. Goldadler sind eigentlich eine Art von Steinadler, welche allerdings Nordamerika bewohnen. Man kennt vielleicht auch den europäischen Steinadler, aber der nordamerikanische Steinadler ist dem europäischen Steinadler sehr ähnlich. Eine braune Befiederung mit weißen Sprenkeln. Na, so ein Zufall, dass die jungen Seeadler gerade so aussehen. Damit täuschen die sozusagen vor, dass sie ebenfalls starke Tiere sind. Nur Tiere, die wissen, dass die Adler nicht so sind, können diese dabei durchschauen. Aber nach etwa 5 Jahren ist Schluss mit der Imitation. Denn dann sieht nämlich der junge Seeadler nämlich genauso aus wie die erwachsenen Tiere. Und hat sich dementsprechend auch einen Platz
im ewigen Kreislauf des Lebens erkämpft und kann selber eine Familie gründen.